Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days Die Warzok. Ich war in der Nacht ein bisschen im Keller und habe ein bisschen Eisen besorgt. Denn wir hatten hier noch eine Eisenader, wenn ihr euch erinnern könnt, hier in dem Abgang mit der Leiter. Aber ich habe immer noch nicht alles raus. Also hier muss ich auch mal gucken, dass ich hier das auf jeden Fall besser ab... genau das meine ich nämlich, besser absichere. Weil hier geht es ja tief in den Keller und hier geht es wieder hoch. Und ich habe noch nicht das komplette Eisen raus, aber es hat sich gelohnt. Muss ich nur gucken, dass ich hier hochkomme. Was war das? Hast du das eben gehört? Warte. Ganz kurz, bevor ich mich in den vermeintlichen Bären kümmere, packe ich das Eisen hier rein. Wie viel Brennmaterial ist hier eigentlich noch drin? Ach, für 137 Minuten. Das langt ja gerade so. Hier. Okay, wunderbar. Ja, da ist ein Bär. Der hat mich wahrscheinlich gehört, als ich in der Nacht hier Eisen geschöpft habe. Hä? Bär? Ein kleiner Bär vielleicht? Der hat so gerade geknurrt. Hat jemand mein Moped angegriffen? Nee. Hä? Hier war doch gerade ein Bär. Das hat man doch gehört. Okay, es ist 4 Uhr. Der vielleicht... das schon ausgefüllt? Nee, noch nicht. Hier ist er doch. Oh, fuck. Was bist denn du für ein Lavabär? Was bist denn du für ein fiesen... Screamerbär? Oh, ich hab's gerade gehört. Jetzt weiß ich auch, warum er Screamer heißt. Weil er da hinten seine Kollegen gerufen hat. Moin, Jungs. Kommen Sie ruhig ran. Ist für jeden was dabei. Oh, noch einer. Komm hoch. Komm hoch. Nicht dagegen schlagen. Ich glaube, der Bär kämpft gegen die Zombies. Was ist denn das für ein Zombie? Guckt euch mal die Bewegung vom Zombie an. Ey, die machen so viel in diese Warzok-Mod rein. Ich bin so begeistert von dieser Mod. Hallo. Ich da mal mitkämpfe. Ist der Bär noch da? Da kommt er. Boah, sieht der gut aus, oder? Der Zombie sah richtig gut aus. Was sind das für geile Zombies, die hier eingebaut worden sind? Ihr Funpimps, nehmt euch mal ein Beispiel. Oh, schade, ist er weg. Ach, das ist ja schade. So, können wir den Bären auseinandernehmen? Haben wir ein Messer? Nö, aber wir haben eine Axt. Moment, looten erst. Okay. Und die Basis muss ich noch fertig bauen. Nice. Wow, 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 wow. Hier geht's aber ab. Ist ja der Hammer. Also diese Bären, Screamer-Bären, das ist ja noch übel. Die holen ja noch ihre Kollegen. Da ist ja richtig Spaß. Gut, komm. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir machen hier noch ein bisschen konkrete Sachen. Füllen wir das noch auf? Das füllen wir noch auf. Aber jetzt setzen wir erstmal hier die... Oh, ich muss was trinken. Warte mal, das mache ich sofort, oder? Screamerbären an Tag 6 hier am Hordetag. Achso, wir müssen das ja hier zumachen irgendwie. Nee, das müssen wir nicht auffüllen. Was ist denn hier? Ist ja ein Busch? Ah, ist ein Busch. So, und das machen wir weg und das machen wir weg. So, mal hier laufen sie aber noch entlang, ne? Das gibt die Mauer. Und die können wir auch ruhig bis hoch bauen. Dann laufen sie hier rum und hier müssen sie wieder rauslaufen. Alles klar. Das lassen wir doppelt so breit. Ich hoffe, ich habe mich nicht verkalkuliert.
So, dann ziehen wir hier die Mauer nach oben und dann machen wir mal einen Ausflug mit dem Dirtbike, was wir letzte Folge gebaut haben. So, weiter geht's sowieso nicht. Und dann bauen wir das auch hier. Und Stein auf Stein, das ist fein. Ups. So. Aber nette Zombies, muss ich wirklich sagen. Ich meine, man sieht es immer, es gibt zu dieser All-in-One-Mod, installiert er über den Mod-Launcher immer noch das Add-on. Und das Add-on sind eigentlich nur Texturen. Also dann im Zweifelsfall, um die Zombies zu ersetzen oder halt anders aussehen zu lassen. Oder halt die Bären und so weiter. So. Jo, das ist doch schon mal ganz gut. Da kann man doch mitarbeiten. So, haben wir noch von diesen Spitzen? Da haben wir noch welche. Und die Orientierung hätte ich gerne von dem hier. Zack, das haben wir. Hier noch. Oh, Mist. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Wo ist die Motorsäge? Da ist die Motorsäge. Okay. So, dann werfen wir das noch auf. So, was wollen die denn, um das aufzuwerten? Ah, Scrap Iron. Okay. Noch eine Stufe? Ja. Ja, jetzt wird's schon eklig, wenn wir da draufsteigen. Das müssen wir auch noch aufwerten. Dann machen wir das Stück für Stück, würde ich sagen. Oh, ich muss was zu essen besorgen. Ach, dann nochmal Scrap. Jetzt will er Stahl haben. Okay, alles klar. Gibt aber gut XP. Dann machen wir hier die Spitzen weg und machen die da drauf. So, bevor hier ein Unglück passiert. Ich werte das jetzt noch auf und dann machen wir einen Ausflug. Dann mache ich mein Inventar leer. Ich sehe mich hier gleich sterben. Weil ich hier auf so eine blöde Spitze renne. Da-da-da-da-da. Spannende Sache aufwerten. Eins. Oh. Dahin. Da noch einen rein. Gleich machen wir einen Ausflug. Keine Angst. Habe ich eigentlich eine Nailgun gehabt? Ich glaube, ich hatte noch keine Nailgun, ne? Dann hätten wir hier richtig schnell aufwerten können. Jetzt droppe ich schon Gesundheit. Aber ich ziehe das jetzt noch durch. Kann man einen Beat draus machen, oder? Langeweile beim Aufwerten. So, wenn ich da jetzt drauf falle, wird es auf jeden Fall eklig. So. Das muss erstmal reichen. Ich will jetzt einen Ausflug machen und wir gehen mal in die Basis rein und holen mal ein bisschen Sachen. So.
Von außen müssen wir noch aufwerten. Wir müssen auch noch Spitzen außen rumsetzen. Das machen wir aber dann. Aha, machen wir das gegen Abend? Hahaha. Wir sind schon an Tag 7. Es wird alles ein bisschen knapp. So, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Fleisch. Und das müsste. Eins ziehen wir uns noch rein. Dann haben wir bestimmt hier noch was zu trinken. So, da baut sich doch die Gesundheit wieder auf. So, jetzt müssen wir mal die Tasche leer machen. Bohrer und Motorsäge nehmen wir mit zum Ausarbeiten. Dann haben wir hier eine bessere Pumpe. Da ist auch noch gar nichts drin, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen die hier auseinander. Die nehmen wir an Mann und dann werden wir nämlich uns dann daraus Sachen bauen. Was sind das? Ein Schaufelmod? Ah ne, die ist gemoddet, die Schaufel. Alles klar. Brauchen wir jetzt eine Schaufel? Nö. Brauchen wir eine Spitzhacke? Auch eher nicht. Dann packen wir auch hier ein bisschen Kram weg. Die Munition können wir gleich wegpacken. Das Geschütz müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Dann sortieren wir erstmal nach Essen. Und packen das, was hier zum Essensbereich gehört, hier in die Kiste. Zumindest nach meinen Vorstellungen zum Essensbereich gehört. Und die Munition können wir wegpacken. Das Geld da wieder rein. Das können wir da reinmachen. Das brauchen wir alles nicht mitnehmen. Macht keinen Sinn. Repair Kits. Allein für die Orga und die Dings nehmen wir auf jeden Fall mit. Steinholz passt. Die Schatzkarte von mir aus. Die Ranch. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Die Shotgun-Parts, damit müssen wir uns dann noch entsprechende Repair-Kits für die Shotgun machen. Den Sprit nehmen wir mit. Die defekte Axt kann weg. Die lassen wir am Mann. Verbandsmaterial haben wir dabei. Satt sind wir auch. Das Geschütz brauche ich auch erstmal nicht. Das haben wir mit. Die Spikes und die Sachen brauchen wir auch nicht. Und das auch nicht. So. Oder? Das kann für heute reichen. Jo, das passt. Goodie. Dann gucken wir nochmal, dass wir nochmal Waffenteile kriegen, um in der Nacht gegebenenfalls. Achso, mein Moped steht ja oben, ich Profi. Haben wir das? Das haben wir alles verstärkt. Oh, die Wände müssen wir verstärken. Haben wir noch? Warte mal, ich probiere mal. Haben wir nicht. Okay. Zur Not können wir uns mit Geld Beton kaufen an der... Stotter, 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 stotter. So, jetzt brauchen wir mal irgendwie ein Military Camp oder irgendetwas, mit dem wir, wo wir eventuell Waffen finden. Oh, da hinten ist wieder so ein Super-Bär gespawnt. Habt ihr das gesehen in der Stadt? Oh, das Ding ist aber doch schneller als das normale Moped. Aber definitiv ist es schneller. Das ist definitiv schneller. Was haben wir denn hier? Hier haben wir so ein Einkaufscenter. Warum stockelt das hier so? Hier bei den Waffen. Also ich hätte gerne irgendwie sowas wie ein Shotgun Messiah oder sowas. Oh, hier ist verseuchtes Gebiet. Das ist gar nicht gut. Deiner. Hier könnten nämlich auch Minen rumliegen. Da hinten ist noch eine Stadt. Das ist der Monsterflex Gym. Willkommen beim Shotgun Messiah. Das ist doch fein. Hopp, ab. So.
Oh, oh, was bist denn du für einer? Auf jeden Fall instabil. Oder meine Schotze ist sehr effektiv. Ach siehst du, ich wollte mir doch mal einen Knüppel machen. Baseballschläger oder sowas in der Art. Gehört alles zum Shotgun-Messiah. Jetzt warten wir erstmal, bis alle raus sind. Werde ich hier überrascht? Nein. Das gehört alles zum Shotgun-Messiah? Wie breit ist das? Und ein Crack-A-Book um die Ecke, auch noch der große. Ich drehe durch. Ja, nice. Ja, moin. Der Shotgun-Messiah. Das waren die FPS, die wollte ich nicht. Ich wollte so. Das ist ja richtig nice. Das ist ja richtig nice. So. Dusch. Dusch. So, alles klar. Gehen wir mal rein. Ah, Tag 7 und ich mache einen Ausflug. Hallo. Ich glaube, wir müssten so ziemlich alles weggelockt haben, was hier so drin war. Warte mal, wir haben doch diverse XP durch unsere Erdbuddelarbeiten, siehst du mal. Da können wir doch mal hier ein bisschen in den Lucky Looter geben. Du willst 5 und du bist bei 7, ne? 7. Lucky Looter, voll ausgeskillt. Die Salvage können wir auf jeden Fall noch rausnehmen. Und was brauchen wir noch? Lucky Looter. Und es gab doch noch mal irgendwie was. Pummelpiet war der. Pummelpiet war das nicht. Wie hieß denn der? Da gab es doch noch was, was den Loot verbessert, oder? Ich meine, ich schwanke natürlich. Packmule haben wir voll. Den Sexual, den geben wir auf jeden Fall volle Punkte. Und den Mother of Load gibt uns viel raus. Pummelpiet war das nicht. Der Pummelpiet ist, glaube ich, für den Nahkampf gewesen. Wie hieß das denn? Irgendwas mit Ring? Heavy Armor Healing Factor. Oh, den habe ich gar nicht. Okay. Was war Fortitude? Headshot Damage. Nehmen wir doch. Cardio. Das war zum Rennen. Das ist gut. Also machen wir es erstmal. Wir kriegen eh noch Punkte. Okay, wir haben Lucky Loot dann alles ausgeskillt. Das sollte uns auf jeden Fall guten Loot bescheren. Naja, siehst du, da fängt sie mich an, der Loot-Zeit. Da können wir hier richtig durchballern. Das ist schon mal sehr gut. Das erspart uns viel Zeit. So, die ist locked. Ich weiß, dass ich die Waffe hätte, um das aufzuschießen. Vending-Maschinen brauchen wir nicht. Das ist... I love it. Ist hier durch, als wäre es nix. Das haben wir, das haben wir, das haben wir nicht. Das haben wir noch nicht. Das ist offen. Hier ist kein geschlossener Schrank. Was haben wir denn jetzt bekommen? Oh, Winchester Thematik. Geil. Nice. Oh, bitte ein paar Waffen. Das wäre ein Träumchen. Noch ein Geschütz. Die können wir auf jeden Fall in der Nacht gebrauchen. Wieso kriege ich so viel XP auf einmal auf die Zombies? So leicht... Hä? Das war doch vorher nicht der Fall. Hat sich da vielleicht nochmal was verändert? Also ich hatte zum Start des Let's Plays, hatte ich die XP auf 150 gestellt. Also, damit ich halt schneller vorankomme. Aber ich finde es ein bisschen zu viel. Also, ich weiß, dass die Zombies, die noch kommen, die sind wirklich fies. Also, das ist jetzt nicht auch völlig sinnlos, aber ich finde es eine Nuance zu viel. Oh, moin. Drüben sind sie auch wach geworden. Oh, eine intakte Werkbank. Haben wir.
Von daher rauben wir sie weg, würde ich sagen. Kriegen wir zumindest die Teile raus. Das ist ein Geier oben oder sowas. Ich brauche Waffen, Mädels. Ich brauche richtige Waffen. Ich bin doch hier im Shotgun Messiah und nicht im... Okay, warte mal. Haben wir jetzt alle Kisten haben wir soweit, wa? Oh Gott, die machen hier gleich auf. Ich helfe euch mal. Oh, ich brauche nicht zu helfen. Sehr nice. So. Ja, Rüstung könnte ich mir auch mal machen. Den können wir aufschießen. Geht doch. Schnell umladen. Ein bisschen Munition. Oh, ah, da ist dieser Hammermod. Das Ding ist. Dieser Hammermod ist super für die Orga. Als wäre die Orga nicht so schon OP. Was haben wir da eben gelernt? Noch ein anderes Motorrad gibt es anscheinend. Leder. Perfekt. Scrap. 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 Und das ist nochmal eine verstärkte Rüstung. Aber wir sehen schon, apokalypsentechnisch sehen wir schon echt gut aus, ne? Wenn man sich das hier mal anguckt. Müssen wir eventuell mal gucken, dass wir die noch reparieren irgendwie oder so. Habe ich einen Heuballen aufgesammelt. Nein, geh weg. Irgendwas schlägt von draußen rein. Okay, das war jetzt natürlich nicht so erschöpfend. Wir haben nicht eine Waffe bekommen. Wir haben zwar die Munition bekommen. Hier, das ist das Ding. Hier, der Ironbreaker Mod. Ich glaube, die kann man auch in die Orga basteln, wenn ich mich da nicht komplett getäuscht habe. Ich befürchte aber, dass ich mich da getäuscht habe. Gibt es hier noch irgendwas in der Decke? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Drop. Den nehme ich natürlich mit. Der hat da getroppt. Da fahren wir jetzt hin. Jo. Also das ist nicht nur das Minibike. Ich kann euch echt empfehlen, baut das Dirtbike. Das ist schön schnell. Guck mal, das ist doch... Die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall höher als beim normalen... Als beim normalen Minibike. Oh oh, zerstört es. Ah, oh, fuck. Oh, ihr seid bekloppt. Ihr seid bekloppt. Nicht ruckeln. Oh Gott, Absturz gleich oder was? Einzelbildschaltung. Ich glaube, ich habe eben gerade eine Menge... Das ist zu schnell. Das ist nämlich auch der Grund, warum zum Beispiel das originale Dirtbike und so nicht so schnell ist. Weil du einfach... Oh, ich bin vorbeigefahren. Ruckel, gezuppel. Wo ist es denn? Und der ist noch runter? Ach, der ist noch über mir. Kommt ein Airdrop geflogen, setz dich nieder auf meinen Kopf. Das ist auch eine seltenes... Ah, Weapon-Flashlight, schade. Das habe ich auch. Also ich meine, wie oft habt ihr schon erlebt, dass der Airdrop gerade noch runterkommt, wenn er schon davor steht, ne? Oh, Warzog Bike Shop. Hier würde ich aber schon mal gern durchgehen. Also hier würde ich ja doch gern mal reinschnuppern. Glaube ich, mach mal die Tür auf, oder? Okay, zack. Hello, it's me. Wo kommen sie jetzt?
Oh, da. Da, die Zombies. Das sind noch ganz andere Zombies. Oh, da ist ein... Von wo? Ein Killerhase. Habt ihr den Hasen eben gesehen? Den muss ich mir auch mal Bescheid sagen. Warte mal, ich komme gleich wieder. Oh. Was ist denn hier los? Alter, was kommt denn hier? Retreat. Roger that. Go, go, go. Schwierig. Open fire. Oh Gott. Was habe ich ausgelöst? Ich wollte das nicht. Oh Gott, wenn die durchkommen, ist hier aber Feierabend. Ich fahr mal lieber weg. Was habe ich denn hier? 20 FPS? Und despawned? Oh, der eine verfolgt mich auf jeden Fall. Dieser NPC. Ich fahr mal ein Stück weg, vielleicht in der Hoffnung, dass die Zombies despawnen. Das Dirtbike ist ein Traum. Hallo. So, ich gucke jetzt noch gerade noch mal. Ich will. Oh, der Hase folgt mir schon. Oh, deswegen folgt er mir. Haben die sich schon durchgearbeitet? Ob jetzt schon mal in Fluchtrichtung aufstellen. Ich glaube, die sind nicht mehr da. Oh Gott, aber die haben sich aber durchgearbeitet durch den Zaun. Das heißt, ich habe eventuell gleich richtig Spaß, wenn die wiederkommen. Okay, pass auf. Fast forward. Hier durch? Nee. Scheiße. Fuck. Da ist auch noch irgendwas hinter. Darf man das noch? Naja, was soll's. Alles Kisten? Und eine Forge. Okay. Nee, das lohnt sich nicht. Alles klar. Ich würde sagen, ich muss noch die Basis absichern. Wir haben schon 14 Uhr. Deswegen werde ich mich jetzt auf den Rückweg machen. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, denke ich mal, zur nächsten Folge wieder, wenn wir die Horde uns zu Gemüte führen, gemeinsam. Ich werde kämpfen, ihr werdet zugucken. Und ich hoffe, es ist alles erfolgreich. Auf jeden Fall, das Dirtbike ist schon mal der heiße Scheiß. Der Loot war nicht schlecht. Wir haben zwar nicht viel zu reparieren, muss ich hier nur noch sicher nach Hause kommen. Und bis zum nächsten Mal im Ruckelland. Tschüss.